Tach, ich bin Sasaru und ihr nicht. Leute, ihr seid Bombe, wisst ihr? Auf diesen dämlichen Garten of Batman Videos, Alter, explodiert ihr immer mit hier Klicks und so. Warum? Was ist so toll an diesem Spiel? Ich meine, muss ich jetzt wirklich Garten of Batman 3 spielen? Ist das euer Ernst? Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Also, habe ich vergessen zu erwähnen. Lasst ein Abo da und ein Like, weil ich sonst eure Süßigkeiten euch wegnehme. Cringe. Das ist ernst zu nehmen. Wirklich. Alter, es rumpelt und pumpelt im Gebälk. Ja, Leute. Damit begrüße ich euch zu einem japanischen Horrorgame aus Japan, wie ihr euch sicher denken könnt. Wir spielen heute Okairi, whatever. Und wie ihr sicherlich am Titel schon erkannt habt, kommt Okairi aus Japan. Und ja, fangen wir einfach mal an, weil das Einzige, was ich hier tue, ist vom Rumreden, bevor das Video geht. Alter, was ist hier los? Dieser Grisseleffekt, kann ich hier ausmachen? Ah. Sieht doch schon gleich viel angenehmer aus, ohne diesen Schlüssel weg. Ah, hier, Invisible Wall, also ich kann schon mal nicht da lang. Das heißt, ich wäre einen Weg vorgegeben, wollte ich sagen. Ja, ich muss nach Hause gehen. Kann ich eigentlich sprinten? Nein. Oh, scheiße. Was auch immer mich verfolgt, es wird sehr langsam sein. Ich bin hier irgendwie in so einer japanischen, in einem japanischen Dorf. Ja, wo ist das Haus? Ich weiß es nicht. Naja, nun gehen wir rechts lang. Rechts nicht so vertrauenswürdig. Stimmt, ist das nicht so in Japan, dass irgendwie überall Getränkeautomaten stehen? War da nicht sowas? Ich weiß es nicht. Ja, dieser VHS-Tape-Effekt. Es gibt dem Spiel nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Nicht richtig? Es wirkt auf jeden Fall so. Ah, da kann man immer die Vögel abknallen. Okay, scheinbar war ich hier doch falsch. Oh, ich will den ganzen Weg zurückgehen. Nicht laufen, gehen. Das Einzige, was... Ich war halt noch nie in Japan, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt hier richtig japanisches Feeling ist oder nicht. Also der Entwickler ist Japaner, ja. Ich glaube, der weiß wahrscheinlich am besten, wie Japan aussieht, aber ich kann mir da halt kein Bild von machen, weil ich ja keine Ahnung habe. Oh, ein Spielplatz. Ist aber schön. Und wieder einer der Getränkeautomaten. Ja, das ist auf jeden Fall der Vibe, den Japan fährt. Ich denke nicht, dass es so ist. Was, dass es nicht so ist? Bin ich hier schon wieder falsch? Wo soll ich hier noch lang gehen? Ja, eindeutig der richtige Weg. Ich bin etwas verwirrt. Mein Gott, ich bin etwas verwirrt. Hä, war ich hier doch richtig oder was? Muss ich hier die Türen abchecken. Die Türen sind auch einfach nur drauf gemalt. Wunderschön. Da ist eine Lücke! Ganz nett habe ich es hier. Muss schon sagen. Da. Mutti, bin zu Hause. Jetzt schon mal Kaffee auf. Tadaima. Ja, genau. Ja. Okay, dann gehe ich da nicht rein. Dann gehe ich da auch nicht rein. Ja, ich renne das. Ja, da haben wir jeder Raum abgeschlossen in diesem Haus. Kann ich rennen, oder? Kann ich rennen? Fuck, Alter, ich kann einfach nicht rennen. Ich kann einfach nicht rennen. Ah, oh, das wird so lange dauern. Er ist jede Tür abgeschlossen. Die verarschen, Alter. Was ist das? Aber wir sind ja erst eingezogen, scheinbar. Na gut, dann ergibt es Sinn, dass ich nicht weiß, wo... Okay.
dass ich nicht weiß, wo das Haus ist. Oder die Wohnung in dem Fall. Ist hier unten eine Tür aufgegangen? Okay. Mama! Ja. Ah, ergibt Sinn. Guten Tag. Vielleicht bin ich es nur. Wer soll es sonst sein, wenn nicht du? Was gibt's hier Schönes zu essen heute? Ah, da ist noch ein Raum. Er ist verschlossen. Kann ich hier rein? Was zur Hölle? Mich leicht erschrocken. Da kann ich nicht rein. Diese unüberwindbare Kiste versperrt leider den Eingang. Was ist hier los? Eine streunende Katze. Wo ist denn da eine Katze? Ich sehe keine Katze. Verarsch mich nicht. Hier raus? Nein, natürlich nicht. So, jetzt habe ich den nächsten Triggerpoint gefunden. Ich muss den nächsten Triggerpoint suchen. Die Grafik des Games ist so unscharf. Meine 3080 ist leicht unterfordert. Es gibt Donuts. Ja, das ist. Für eine ausgewogene Ernährung ist auf jeden Fall gesorgt. Ich hab Durst, ich muss zum Getränkeautomat. Kann ich wieder raus? Nein. Wo muss ich denn hin? Das Spiel sagt mir auch nichts. Da ist auf jeden Fall immer so ein leicht transparentes E über den Triggerpoints. Das heißt, daran erkenne ich auf jeden Fall, wo ich hin muss. Das war zumindest bei der Katze ebenso. Aber wo genau? Ein leicht transparentes E. Ich kann nichts finden, was so aussieht wie ein leicht transparentes E. Könnt ihr ein leicht transparentes E sehen? Schreibt es in die Kommentare. Ah, ja, okay. Das war jetzt necessary zu erwähnen. Willst du mich verarschen? Okay, das habe ich nur so gesagt. Das hat keinerlei Relevanz für die Story. Oder so ähnlich. Könnt ihr bitte diesem Game die Möglichkeit hinzufügen, zu rennen? Danke. Oder nur ein bisschen schneller. Ah, ich soll Fernsehen gucken. Wann habe ich das letzte Mal ferngesehen? Es ist so. Ich muss jetzt hier jeden Triggerpoint ablaufen. Oder was? Er kann überall sein. Ich bin froh, dass ich das für euch zusammenkratze. Dann hält das nicht so auf, dass ich hier schon 10 Minuten in der Aufnahme bin. Ganze 10 Minuten suche ich nach halbtransparenten E's. Die mir sagen, was ich tun soll. Es ist schon eine Woche her, seit Mama und ich hierher gezogen sind. Ja, wo ist denn Mama? Arbeiten, muss ja Geld verdienen. Und wieder wandere ich durch das gesamte Haus. Was habt ihr eigentlich heute so gemacht? Wart ihr schön in der Schule? Habt ihr gute Noten geschrieben? Habt ihr auch eure Hausaufgaben gemacht? Ich frag nur, weil irgendwie muss ich die Zeit totschlagen. Halbtransparentes E, mach einmal Piep. Mach einmal Piep. Ich hab Bock mehr, ich guck jetzt nach. Da ist was! Bei dem Bild! Ich möchte kündigen. Mama geht es nicht so gut. Ja, Mama ist nämlich arbeiten. Oder so. Man muss nämlich Geld ranholen. Jetzt habe ich den Triggerpoint gefunden. Oh, der Horror geht los, Freunde. Der Horror! Jetzt ist es kein japanisches Game mehr, jetzt ist es ein japanisches Horror-Game. Versteht ihr? Weil der Horror losgeht. Laute Geräusche und ominöse Musik. Okay, hier geht's weiter. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ha, ja, du nicht. Du hast ja nicht mein Spiegelbild, du hässliches Stück. Okay, jetzt sind die lauten Geräusche hier vorbei. Jetzt muss ich wieder den nächsten Triggerpoint finden, oder was? Der Horror kam schnell, zog aber auch sehr schnell wieder von dannen. Habt ihr eigentlich schon den Kanal abonniert? Sehr spannend ist das hier ja nicht, weil bis jetzt ist auf laute Geräusche und irgendwelche ominöse Musik kein Horror zu vernehmen. Und ich weiß schon wieder nicht, wo ich hin muss. Ein E. Wisst ihr, ich klicke jetzt einfach alles an. Irgendwo muss ja hier was sein. Ruhig bleiben, bitte.
War eine wilde Nacht auf jeden Fall. Ja, was ist das? Taschenlampe. Es wurde dunkel. Oh nein, Leute, jetzt beginnt der Horror. Ist das eine Milchtüte? Was zur Hölle? Der Horror. Jetzt muss ich im Dunkeln nach halbtransparenten Es suchen. Oh nein. Das ist nicht gut. Ah, jetzt kann ich auch in jeden Raum rein. Schritt.mp3. Dann können wir kurz erstmal hier. Wie soll dieser Tisch in diesen Raum passen? Kann mir das jemand erklären? Ach, egal. Ich habe jetzt eigentlich nur zufällig hier mal reingeschaut. Was war hier unten los? Grüßen Sie sich. Entschuldigung, das ist leider ein Einbruch. Den muss ich jetzt pflichtbewusst der Polizei melden. Ah, ergibt Sinn. Die Möbel hatten auch keinen Bock mehr auf Schwerkraft. Ist die Flashlight eigentlich an oder aus? Ich sehe nichts. Was? 7. Oh ne, muss ich jetzt einen Code finden? Beruhig dich bitte. 7, also. In dem Game wird einfach die gesamte Creepy Sound Bibliothek abgespielt. Ja, die Kiste versperrt halt immer noch den Weg. Ich kann da leider nicht hin. Tut mir leid. Mietze Katze, ich bin wieder da. 9. 7, 9. Oder 9, 7. Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Alter, ich will gucken, ob Klopapier da ist. Oh, sogar 2 Rollen. Was ein Luxusklo. 2. 7, 9, 2. Okay. Das räumst du aber bitte auf, bevor du hier abhaust. Ah, der Raum ist noch zu. Da dürfen wir noch nicht rein. Okay, never mind. Im Supermarkt gibt's Pfannenwender und noch viel mehr. Das war Zufall, dass ich da hinten geguckt habe. Ich schwöre. 7, 9, 2, 7. Gut, und wo ist jetzt der Safe, wo ich das eingeben muss? Ach, es sind 5 Zahlen. Okay, ja, gut. 5, darauf hätte ich kommen können. 7. 9, 2, was war's? 7, 9, 2, 7. Habe ich bis jetzt. Oh, jetzt sagt nee, ich muss ja nur die Reihenfolge rausfinden. Hier hinten ist noch ein Raum. Wetten, da ist die letzte Zahl drin. Wetten wieder hinter der Tür. Aber meint, da hat sich ein Regal hin verirrt. Ich kann es auch an der Decke platzieren, wenn die übelst smart sind. Ganz schön lebensbejahend, die Nachbarschaft. Wasserkocher, Toilette, Tatami, Lagerung, mein Zimmer. Ah, das ist die Reihenfolge. Was zur Hölle ist Tatami? Tatami ist eine dämmende und dämpfende Matte aus Reisstroh, die in Japan als Fußboden in Washizu. Es ist irgendwie was zum Schlafen. Was war jetzt die Reihenfolge? Wasserkocher, Toilette, Tatami, Lagerung, mein Zimmer. Ach, ich muss alles nochmal ablaufen. Hätte mir das aufschreiben sollen. Wahrscheinlich wird mir jetzt die gesamte Creepy Sound Bibliothek wieder in die Fresse gedrückt. Ich call's jetzt schon. Also das hier ist wahrscheinlich Lagerung. 7. Ja, oder ist das hier Lagerung? Oder ist das Tatami? Ich bin verwirrt. Also 7, 9. Toilette, mein Zimmer. 2. Das heißt 7, 9, 2, 7. Glaube ich. Und die erste Zahl weiß ich nicht, weil ich den Wasserkocher nicht finde, weil ich irgendwie nicht sonderlich... Das hier ist dann mein Zimmer, oder was? 7. Ja, 7, 9, 2, 7. Wo war jetzt hier die Kiste? Ah, okay. Ist das eine Schuld? Was, ein Schuldschein? Kann ich jetzt bitte haben? Bleib doch ruhig! Ich komme doch schon. So kann man die Tür natürlich auch öffnen.
Ah, würdest du sagen, du bist fertig? Ah ja, okay. Ja, wir zeigen das nicht. Dann wird das Ge Video gesperrt und ich kriege keine Kohle dafür. Kann ich mal bitte vorbei da? Vielleicht ist da was, was ich hier ankrabbeln muss. Nein? Okay, never mind. Ach, hier ist der Wasserkorb. Natürlich, da ist ein Symbol. Das habe ich natürlich gesehen. Hier, ja, hier. Das wollte ich dann jetzt auch herausfinden. Hier liegt ein Zettel. Was? 4 Stunden später? Was? Ich kann immer noch nicht rennen. Okay, ich glaube, das war die Mutter, die sich da im Bad. Ja, ihr wisst schon. Aber warum? Könnte sie mit den Umständen nicht mehr umgehen? Ich bin etwas verwirrt. Warum bin ich jetzt in der Natur? Im Wald? Und es sind 4 Stunden vergangen. Werde ich verfolgt? Nein, ist ja langweilig. Oh Gott, Alter, ich habe gerade Schritte gehört. Sind das meine Schritte? Er hat mich gerade übelst eingestuhlt. Ja. Wir wissen alle, was jetzt passiert, ne? The End. Wortwörtlich. Ja, das war Okairi. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ein Spiel, ein japanisches Horror-Game, was anfangs eigentlich sehr verwirrend aufgebaut war. Ich habe mich tatsächlich nicht zurechtgefunden, aber irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie kam bei mir das Horror-Feeling nicht so rüber. Ja, am Ende dann mit dem. Ne? Ihr wisst, mit diesem. Das war dann schon ein wenig creepy, aber am Ende dann das mit dem, wo man durch den Wald geht und zu dieser, diesem, was war das? Tempel, Schrein, was auch immer geht. Da habe ich dann tatsächlich leichte Creeps gehabt, weil ich dachte, dass ich vielleicht verfolgt werde. Und dann habe ich ja diese Steps gehört und ja. Ja, Leute, das war Okairi, ein Game von Chillers Art. Und wenn das Video gut ankommt, spiele ich vielleicht mehr Games von Chillers Art. Die alle japanisch sind. Also japanische Horror-Games. Und ich werde viel Spaß damit haben, die Trigger-Points zu suchen. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, wie ihr mir das zeigen könnt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Sheesh.